Ja, vielen Dank, Herr Jakubait, für diese freundliche Einführung. Herr Kreuze, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein, denn es ist ein Thema, über das ich immer sehr gerne rede, weil ich das Thema Zeit und Stadt für ein sehr wichtiges, häufig unterbelichtetes Thema halte. Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dieser Fragestellung und unter anderem auch mit dem Thema Nacht. Und das Thema Nacht, und dafür stehe ich auch, ist ein Thema, was gerade auch in Bezug auf die Stadt in Zyklen kommt. Und es hat früh angefangen, dass Leute sich damit beschäftigt haben. Und im Augenblick ist es wieder in Mode, dieses Thema, sich mit der Stadtnacht zu beschäftigen. Und ich beschäftige mich im Zuge dieser Mode auch wieder intensiv damit und werde Ihnen heute ein paar Dinge aus meiner Perspektive dazu berichten. Ich werde kurz eine Einführung geben, dann gewissermaßen eine kurze Geschichte der Kolonisierung oder der Beschreibung der Kolonisierung der Stadtnacht geben und dann ein paar Hinweise darauf geben, was sind eigentlich die Treiber der Ausdehnung, an welche Funktionen stehen dahinter und an welchen Orten spielt sich das ab. Mich kurz mit den Folgen, die das hat, auseinandersetzen und dann nochmal ganz dezidiert auf diesen Begriff 24/7 zurückkommen und mich fragen, was ist eigentlich diese Definition und was ist eigentlich die Empirie dahinter? Das haben Sie ja in Ihrer Einführung schon angedeutet. Und wo liegen dann schließlich auch die Grenzen und was bedeutet es unter Umständen für Fragen der Regulierung und Steuerung? Und mit ein paar Schlussbemerkungen enden. Die 24/7 ist ja im Grunde die extreme Version der Eroberung der Stadtnacht und ich habe hier ein paar Zitate ausgeführt, eine ältere von 1999 von Kreutzmann, der sagt, also die 24-Stunden-Gesellschaft bedeutet das Neudenken überhaupt, wie wir die Zeit nutzen und beurteilen und wir brechen die üblichen Beschränkungen von Tag und Nacht weg und wir müssen unter Umständen sogar unsere Schlafrhythmen ändern und gegebenenfalls eben auch unsere inneren Uhren anpassen. Also eine ganz extreme Version dieser Geschichte oder von Arup, einer Beleuchtungsfirma, die sagt, ein wachsender Prozentsatz des sozialen und ökonomischen Lebens findet nunmehr in den dunklen Stunden statt und die 24-Stunden-Stadt fegt die Grenzen zwischen Tag und Nacht hinweg. Oder auch aus dem Münchner Forum ein Zitat, inzwischen sind wir zu einer Nonstop-24-Stunden-Gesellschaft mutiert, die die natürlichen Zeitrhythmen von Tag und Nacht, von Wochentag und Wochenende, von Sommer und Winter hinweggefegt hat. Also Sie können, Sie wissen, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie diese Perspektive einnehmen und auf welchem Weg wir uns bewegen. Wenn man das gewissermaßen biblisch unterlegt, dann ist das die Umsetzung der Formulierung aus der Genesis, macht euch die Erde untertan. Und ein Punkt dabei ist die Frage, dazugehört, sich die Erde untertan zu machen, ist, sich von natürlichen Rhythmen zu entkoppeln. Und eine dieser Entkopplungen von den natürlichen Rhythmen ist das künstliche Licht, die Erhellung der Nacht. Und Sie kennen die Geschichte mit Feuer, Kerzen, Öl, schließlich Gas und Elektrizität. Und das sind dann die entscheidenden, darauf werde ich noch zurückkommen. Aber diese Entkopplungen spielen sich natürlich auf anderen Ebenen auch noch ab. Also wir entkoppeln uns von den Jahreszeiten durch Heizung, durch Gewächshäuser, durch Importe. Wir haben Erdbeeren aus sonstigen Gegenden der Welt, auch im Winter mittlerweile. Wir entkoppeln uns von Distanzen durch Eisenbahn, durch Flüge, durch Telekommunikation. Frühere Varianten waren Rauchzeichen, Boten und so weiter. Wir entkoppeln uns von den natürlichen Rhythmen der Reproduktion durch die Pille, durch Leihmutterschaften oder In-vitro-Fertilisation, durch Klimazonen, indem wir Indoor-Skihallen produzieren und wir schieben unsere Leistungsgrenzen durch Doping beispielsweise hinaus. Interessant ist bei dieser Frage auch der Eroberung der Nacht und der Auseinandersetzung mit Licht und Dunkel natürlich auch die Bewertung von Licht und Dunkel. Und das Licht ist immer positiv und das Licht und Erleuchtung hängen sehr eng miteinander zusammen. Es dämmert einen, wenn man zu Bewusstsein kommt
und jemand ist eine Lichtgestalt und eine Lichtgestalt ist immer positiv, während ein Dunkelmann eben was ganz Furchtbares ist, und Verdunklung hat immer mit Krieg, Verschleierung, Verheimlichung zu tun. Nacht wird mit Unsicherheit assoziiert, da plagen einen die Nachtmare, oder einer ist gar dumm wie die Nacht, oder man ist letzten Endes dann auch umnachtet, wenn man nicht mehr ganz bei Trost ist. Urbanisierung und Licht hängen eben auch sehr stark zusammen, und die wirtschaftlichen Zentren der Welt erscheinen besonders hell. Licht ist ein guter Indikator für Verstädterung und ökonomische Entwicklung, und Sie können im Grunde die reichen und armen Zonen der Welt an dieser Karte auch entdecken, und das macht es natürlich auch so interessant, dass Licht mit ökonomischem Fortschritt sehr stark verbunden ist, und das führt dann eben auch dazu, dass in nachholender ökonomischer Entwicklung das Licht eine ganz besondere Rolle dabei spielt, dieses auch zu demonstrieren, und deswegen haben wir in Entwicklungsländern extreme Lichtintensitäten. Sie werden nachher auch noch Bilder sehen, woran das deutlich wird. Eine kurze Geschichte der Interpretation der Kolonisierung der Stadtnacht. Menschheitsgeschichtlich ist die Eroberung der Stadtnacht eine sehr junge Entwicklung, aber in dem Ausmaß und der Schnelligkeit, mit dem die Nacht erobert worden ist, eben doch sehr bemerkenswert. Und wenn man die Stadtnacht sich anguckt, hat die Beleuchtung immer ursprünglich Sicherheitsgründe als Ausgangspunkt gehabt. Wenn man die ökonomische Dimension der Nutzung der Stadtnacht anguckt, sind es im Grunde drei Dimensionen, um die es geht. Es ist die Nacht als der andere Raum, die Eroberung des Dunklen, des Anderen, des anders Interpretierten, des Unsicheren als den Raum des Vergnügens, der anderen Normen. Die Nacht als Erweiterung der Produktionszeit und schließlich die Nacht als Reparaturzeit. Das sind im Grunde die drei wesentlichen ökonomischen Perspektiven, die dazu beigetragen haben, die Nacht zu erobern. Und Voraussetzung für die Eroberung der Stadtnacht, das habe ich vorhin schon angedeutet, ist natürlich die Verfügbarkeit von Licht. Ohne Licht und die große und preiswerte Verfügbarkeit von Licht wäre die Eroberung der Stadtnacht überhaupt nicht denkbar gewesen. Man muss sich in diesem Zusammenhang, auch wenn Sie die Geschichte der Lichtentwicklung sich angucken, natürlich die Kolonisierung der Stadtnacht als einen kontinuierlichen Prozess vorstellen, der nicht von jetzt auf nachher erfolgt ist, sondern schrittweise peu à peu. Und die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt werde und die im Grunde diesen Vortrag durchzieht, ist: Sind wir auf dem Weg in die 24-7-Stadt oder 24-7-Gesellschaft? Und die Eroberung der Stadtnacht ist natürlich die Erweiterung des Möglichkeitsraumes in vielerlei Hinsicht, produktiv, mit dem Vergnügen, und wir können eben noch eine andere Zeit nutzen, die wir, wenn wir dem Dunkel ausgesetzt sind, nicht so ohne weiteres oder nicht in dieser Art und Weise, wie wir das heute tun können, nutzen. Gleichzeitig ist aber auch diese Eroberung der Stadtnacht und ein Auslöser vieler Konflikte und Steuerungsprobleme, die mit dem Licht zusammenhängen, aber die auch mit Lärm, mit Unfällen, Gesundheit und Sicherheit zusammenhängen. Das sind alle Stichworte, die im Laufe meiner Ausführungen auch noch eine Rolle spielen werden. Sie haben das schon angedeutet in Ihren Bemerkungen, was ist eigentlich die Nacht? Und die Definition, was Nacht ist, ist alles andere als eindeutig. Man kann ja sagen, wenn es hell ist, ist Tag, und wenn es dunkel ist, so ist es auch biblisch definiert, dann ist Nacht. Also ist es aber Jahreszeiten abhängig und vom Längen- und Breitengrad. So. Aber es gibt eben auch viele Definitionen von Nacht, die in unterschiedlichen Formen von Regulierung eine Rolle spielen, also in Arbeitszeit- oder Arbeitsschutzgesetzen, die national oder international geregelt sein können, in Tarifverträgen, ab wann müssen Nachtzuschläge gezahlt werden, ab wann gilt eine Lärm in der Nacht als Ruhestörung, Zuschlagsregelungen bei Taxis oder Apotheken, Öffnungszeiten regeln, Nachtflugverbot, ab wann gilt das Nachtflugverbot, statistische Definitionen, also Sie können das fortsetzen.
Es gibt immer unterschiedliche Definitionen, die von Regelungen abhängig sind, aber eben auch von unterschiedlichen Kulturen oder Gesellschaften, wie sie das definieren. Wenn wir jetzt nochmal spezifisch auf 24/7 zurückkommen, dann wird das alles noch ein bisschen unklarer. Relativ eindeutig ist, was mit 24/7 gemeint ist. Es ist die ständige Bereitschaft bzw. Verfügbarkeit einer Dienstleistung oder seltener die Fähigkeit zum Dauerbetrieb eines Gerätes oder einer Maschine. Und das haben sich natürlich viele Unternehmen auch zunutze gemacht, die Bank 24 und ähnliches mehr. Und also die permanente Bereitschaft, und das Internet gilt als gewissermaßen als Standardbeispiel dafür, dass etwas rund um die Uhr verfügbar ist. Fernsehen ist mittlerweile rund um die Uhr verfügbar. Als ich Jugendlicher war, da endete die 2 Programme oder später 3 Programme um Mitternacht mit dem Testbild oder mit der Nationalhymne. Und heute haben wir 50 Sender rund um die Uhr in beliebiger Menge und zur Verfügung. Aber wenn man sich 24/7 bezogen auf die Stadt anguckt oder auf, es wird ja auch immer von 24/7 Gesellschaft geredet, dann kenne ich keine Definition, wo das irgendjemand mal zum Thema gemacht hat, ab wann können wir eigentlich von 24/7 Gesellschaft oder 24/7 Stadt reden. Niemand hat sich Gedanken gemacht über Schwellenwerte. Es gibt wissenschaftlich gesprochen keine Operationalisierung des Begriffs. Was sind die Messeinheiten, um sagen zu können, etwas ist, eine Stadt ist eine 24/7 Stadt im Gegensatz zu einer anderen, die das eigentlich vielleicht nicht ist. Ich will jetzt ein paar Klassiker gewissermaßen der Nachtforschung bezogen auf die Stadt oder auf die Gesellschaft kurz zum Thema machen und die ganz kurz vorstellen. Und einer der Klassiker, der das erste Mal wirklich sehr intensiv gemacht hat und von dem stammt auch der Ausdruck Kolonisierung der Nacht, ist Murray Melvin. Die Nacht als Grenze, Colonizing the World After Dark. Die gehe ich jetzt im Einzelnen durch. Und Melvin beschreibt es, die Eroberung der Stadtnacht mit dem Topos der Eroberung des amerikanischen Westens. Und es gibt die Pioniere, die dorthin gehen, die weniger Druck haben. Da sind andere soziale Regeln gelten da. Es andere Normen. Es ist viel weniger, es ist viel mehr möglich, als es unter den normalen Bedingungen ist. Und das Ähnliche gilt eben auch für die Nacht. Und je weiter die Eroberung fortschreitet, umso größer sind dann eben auch die Folgen. Was er aber auch zum Thema macht, ist eben einerseits, wie kurz diese Entwicklung ist, dass die Stadtnacht erobert worden ist und mit welcher Schnelligkeit das erfolgt ist. Und was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass er schon 1987, da hat er das Buch geschrieben, in der Analogie von ökologischer, von der Ökologie, auch von zeitlicher Ökologie spricht, die man mit in den Blick haben muss, und von Landschaften, auch von zeitlichen Landschaften. Also wie ist eigentlich die Zeitlandschaft einer Gesellschaft? Und er sagt auch damals schon, die rund um die Urgesellschaft wird nicht überall sein, sondern es wird einzelne Punkte geben, in der sich das abspielt. Joachim Schlöer hat 3 Städte miteinander verglichen, Berlin, Paris und London, und das Nachtleben in der großen Stadt beschrieben, eben die Nacht als Eröffnung von Freiräumen und Gegenwelt, gewissermaßen die dunkle Seite der bürgerlichen Welt und Sicherheit, Sittlichkeit und die Zugänglichkeit dieses Nachtlebens spielten die entscheidende Rolle. Martin Moide, ein Amerikaner, hat das erste Buch mit dem Titel The 24-Hour Society geschrieben, und er formuliert der Nutzen, die Erträge der 24-Stunden-Gesellschaft sind so groß, dass es eine Welle ist, der wir uns gar nicht mehr entgegenstellen können.
Zwar gibt es Probleme mit der Müdigkeit, aber die Folgen dieser gesellschaftlichen Umwälzungen auf die Produktivität sind so großartig und die Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit für die Nationen von so großer Bedeutung, dass wir dass die Gesellschaften, die in der Lage sind, diese Probleme zu lösen, einen großen wirtschaftlichen Vorteil erringen werden. Und weil die Amerikaner in der Lage sind, das in besonders guter Weise zu lösen, sind sie auch besonders fortschrittlich und produktiv. Und Martin Moide hat sich später selber selbstständig gemacht mit einer Beratungsfirma unter dem Namen We Know 24/7, also wir wissen, wie man mit 24/7 umgeht. Kreitzmann, ich habe ihn vorhin schon zitiert, ich brauche diese Zitate im Grunde nicht nochmal wiederholen, also die alten Markierungen von Nacht und Tag, von morgens, nachmittags und Nacht, Wochentag und Wochenende verlieren ihre Relevanz und wie gesagt, bis hin, wir müssen unsere inneren Uhren anpassen, um mit dieser 24-Stunden-Gesellschaft zurechtzukommen, aber es lohnt sich eben auch. Ich habe gesagt, es sind Zyklen. Ich habe mich 2002 schon mal mit einem Kollegen mit dieser Frage auseinandergesetzt und wir sind damals auch dieser Faszination der 24-Stunden-Gesellschaft erlegen und haben dann deutsche Städte und ein bisschen internationalen Vergleich gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass hochvernetzte Städte die Auslöser und die Vorreiter dieser Entwicklung sein werden. Dass es aber, und da schließen wir uns dann auch an Melvin an, eine räumlich sehr starke Ungleichverteilung gibt zwischen Städten einerseits, also unterschiedlichen Typen von Städten und außerdem innerhalb von Städten, also dass es unterschiedliche Zeitzonen und Raumzeitzonen in den Städten gibt. Und wir haben uns damals auch schon damit mit der Frage auseinandergesetzt, muss man das eigentlich regulieren und in welcher Art könnte man das tun und haben dazu ein paar Szenarien entwickelt. Ein sehr anschauliches Buch ist von Santu für London, wo er bestimmte Berufsgruppen beschreibt, die in der Nacht aktiv sind, von der nächtlichen Hubschrauberstaffel der Polizei, von Nottelefonen, von Reinigungskräften, Taxifahrern bis hin zu den Fuchsjägern, die den überbordenden Fuchsbestand in London zurückdrängen sollen und wo man dann erkennen kann, an der Wohlgenährtheit der Füchse, aus welchem Stadtteil diese Füchse kommen. Das jüngste Buch, was sich sehr intensiv damit beschäftigt und auch unter dem Titel 24/7 ist von Jonathan Crary von 2013 und er beschreibt eben, dass auch der Schlaf noch durch den Kapitalismus kolonisiert wird und dass die 24/7 eben kontinuierlich die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht unterminiert. Letztes Jahr ist ein Sonderheft der Urban Studies entstanden und veröffentlicht worden, die mal wieder, wie es häufig ist, wenn ein Thema wieder hochkommt, sagen, dass wir sind die Ersten, die uns mit dem Thema beschäftigen und die Vernachlässigung der Nacht, die Nachtblindheit, die überwinden wir jetzt endlich. Sie haben aber einen ganz engen Begriff aus meiner Sicht von der Stadtnacht, weil sie eigentlich nur die Nachtökonomie im Sinne der Vergnügungswirtschaft in den Mittelpunkt stellen. So, was sind die Treiber dieser Entwicklung und an welchen Orten spielt sich das ab? Und es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, die nicht unabhängig voneinander sind, aber die man vielleicht trotzdem ein bisschen voneinander, um sie zu sortieren und deutlich zu machen, einzeln abhandeln kann. Die Verfügbarkeit des Lichts habe ich schon angesprochen. Es geht natürlich um notwendige Funktionen, die rund um die Uhr verfügbar sein müssen, also Sicherheit und Ordnung. Wir wünschen uns, dass die Polizei rund um die Uhr verfügbar ist, die Feuerwehr, dass wir, wenn wir krank werden, auch nachts ins Krankenhaus kommen können.
Es geht um die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur. Wir wollen auch nachts Strom und Wasser haben und ähnliches mehr. Es gibt aber eben auch einen ökonomischen Druck, der einerseits aus der Nachfrage und dem Angebot und dem Kostendruck auch im internationalen Wettbewerb resultiert. Wenn in einem Land längere Produktionszeiten üblich sind, dann fangen auch die Firmen in einem anderen Land an, sagen, wir sind im Wettbewerbsnachteil, wenn wir nicht nachts produzieren dürfen. Mit der Kapitalintensität von Produktionen, also teureren Maschinen, steigt auch der Druck, diese Maschinen länger auszulasten, um sie effizienter zu nutzen. Das heißt, der Amortisationsdruck steigt und auch damit steigt so ein Zug in die weitere Ausdehnung. Es gibt bestimmte Produktionen, die einfach technisch bedingt nicht unterbrochen werden kann. Hochöfen sind das klassische Beispiel. Die mussten rund um die Uhr laufen, die kann man nicht einfach abstellen. Bestimmte chemische Produktionen, für die gilt das in gleicher Weise. Die sind rund um die Uhr, rund um die Woche gelaufen. Aber es sind zum Teil eben auch Industrien, die aus unseren Breitengraden verschwinden und damit verschwinden auch diese Art von Arbeitsplätzen. Das Vergnügen habe ich schon angesprochen, die Nacht als anderer Zeitraum. Und wir haben natürlich eine Vielzahl von Freiheitsgraden, einfach durch verkürzte Arbeitszeiten. Wir koppeln uns, das hatte ich auch angesprochen, von natürlichen Rhythmen weiter ab. Die Flexibilisierung von Zeiten gibt uns mehr Spielraum. Es gibt mehr Dienstleistungen, die zu unterschiedlichen Zeiten zur Verfügung stehen und ähnliches mehr. Auch auf die Vernetzung habe ich schon angespielt. Dieses Thema Telekommunikation und Medien. Sie wissen selber aus eigener Erfahrung, wenn die Fußball-Weltmeisterschaft in irgendeiner anderen Zeitzone ist, dann werden wir plötzlich auf diese Art kolonisiert und man steht mitten in der Nacht auf, um irgendeinen Boxkampf oder ein Fußballspiel, der gerade in Tokio stattfindet, sehen zu können. Die Online-Dienste stehen im Prinzip rund um die Uhr zur Verfügung. Also Sie können auch nachts um 4 bei Amazon noch irgendwas bestellen. Eine andere Dimension ist auch diese Frage der Globalisierung, die es dann auch ermöglicht, das tageweise gewissermaßen auszunutzen, Zeitzonenschichten. Sie haben Entwicklungsmannschaften, im Spielebereich ist das der Fall oder in der Softwareentwicklung. Sie haben eine Mannschaft in Europa, eine in Amerika und eine in Ostasien und die von 9 bis 5 arbeiten die hier, dann geben die das in die USA weiter und so weiter und nach 24 Stunden sind sie wieder hier. Da wird aber der Tag ausgenutzt, aber produziert wird in diesem Sinne, wenn Sie das dann global sehen, natürlich rund um die Uhr. Und eine andere Form ist dann eben Auslagerung auch von anderen Funktionen über Zeitzonen hinweg. Ich habe angedeutet, eine der ganz zentralen Voraussetzungen ist das Licht. Ich will diese Grafik nicht im Einzelnen erläutern, aber Sie sehen an dieser Darstellung, wie dramatisch die Kosten für Licht verfallen sind und die Kosten für Licht verfallen weiter. LED ist die nächste Runde dessen, wie Licht sehr viel billiger wird und man geht davon aus, also das ist Statistik, dass die Beleuchtungsintensität in Europa um 5% pro Jahr ungefähr steigt und man geht davon aus, dass mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung, dass die Intensität der Beleuchtung um 3- bis 5-fache unter Umständen steigen könnte, mit dramatischen Folgen. Das ist im Grunde nochmal das in grafischer Art und Weise dargestellt. Was sind die ausdehnungsaffinen Funktionen? Was sind Non-Stop-Betriebe und in welchen Bereichen gibt es Ausdehnungstendenzen? Also Medien, Callcenter, Direktbanken als Beispiel, internationaler Wertpapierhandel rund um die Uhr, E-Commerce im Prinzip rund um die Uhr. Flughäfen dehnen sich in vielen Bereichen aus, aber sie haben andererseits eben auch solche, die eben Nachtflugverbot haben. Technische Versorgung ist auch ein klassischer Bereich, in dem sich die Ausdehnung immer rund um die Uhr abspielen wird. Aber Behörden sind eben welche, die zwar auch eine gewisse Ausdehnungstendenz haben, Dienstleistungsabende auch am Wochenende,
mittlerweile arbeiten, aber im Grunde recht traditionell arbeiten. Ausdehnungsaffine Orte sind natürlich die Verkehrsknoten, weil da dann eben auch über die Nacht hinweg der Betrieb aufrechterhalten werden. Selbst Flughäfen, die ein Nachtflugverbot haben, sind natürlich rund um die Uhr in gewissem Umfang im Betrieb. Ausdehnungsaffine Zonen sind Mischgebiete und Ausgehviertel, die in vielen Städten, das werden Sie in Hamburg auch, die Konflikte von solchen Ausgehvierteln kennen. Wir in Berlin kennen das natürlich auch mit der Simon-Dach-Straße und dem RAW-Gelände sehr intensiv. Und das sind eben Bereiche, in denen diese Ausdehnung zu nicht unerheblichen Konflikten führen. Teilweise werden auch bestimmte Funktionen auch tatsächlich an den Rand der Städte ausgelagert, um diese Störungen zu vermeiden, wie das bei Großdiskos der Fall ist. Ich habe gesagt, oder ich habe angedeutet, wie diese Ausdehnung beschrieben wird und wo wir hingehen mit diesem 24/7. Die Frage ist, was ist tatsächlich der Fall? Und das ist jetzt ein bisschen so eklektische Empirie, so ein bisschen zusammengestoppelt, um mich mal mit der Frage auseinanderzusetzen, wo stehen wir eigentlich tatsächlich mit 24/7 und sind wir tatsächlich auf dem Weg dahin? Und da könnte man sich sehr unterschiedliche Indikatoren angucken. Ein Teil davon werde ich jetzt auch gleich kurz darstellen. Und es gibt Indikatoren, die wünschbar wären, um das tatsächlich analysieren zu können. Es gibt welche, die tatsächlich da sind. Und etwas, was wünschbar wäre, um wirklich dieser These, die von in diesem Zitat von Arup vorhin anklang, dass immer mehr an Produktion und Produktivität in der Nacht stattfindet, belegen zu können, wäre, wenn man tatsächlich mal die Nachtumsätze sich angucken würde oder wenn man das Tag- und das Nacht Bruttoinlandsprodukt miteinander vergleichen können. Das ist natürlich überhaupt nicht bewerkstelligbar. Diese Zahlen sind nicht produzierbar, aber ich wäre skeptisch, dass ich da tatsächlich das zeigen würde, ob es wirklich ein Wachstum dieses nächtlichen BIPs gibt und wie dieses Verhältnis von Tag- und Nacht-BIP sich tatsächlich entwickelt. Es gibt ein paar Aussagen zur Vergnügungswirtschaft. Das Interessante, die haben Riesenzahlen zum Teil, ich habe Ihnen zwei aufgezählt, ich will das gar nicht im Einzelnen darstellen, die kommen zu riesigen Summen und sie geben aber keinen Hinweis darauf, wie man das eigentlich nachprüfen kann und wie sie zu diesen Zahlen gekommen sind. Und das eine Darstellung in einer solchen Untersuchung, die kommt ökonomisch, würde man sagen, zu Multiplikatoren, also wo man ein bisschen Geld einsetzt und damit unglaubliches Wachstum generiert. Und das sind Multiplikatoren, die in keinem anderen Sektor der Volkswirtschaft je erwirtschaftet worden sind. Und man müsste eigentlich erwarten, wenn das der Fall wäre, müssten alle Leute darauf brennen, in die Nachtökonomie zu investieren, um solche Renditen erwirtschaften zu können. Also ich bin sehr, sehr skeptisch, was sich da tatsächlich abspielt. Ich will die Zahlen auch nicht im Einzelnen hier beschreiben, nur es geht um diese Frage der Nachtarbeit. Wie ist eigentlich der Anteil der Beschäftigten an den Beschäftigten insgesamt? Und wenn man das über die Jahre, das sind EU-Statistiken, die ich hier ausgewertet habe, miteinander vergleicht, dann sind die Zahlen immer so zwischen 6, 8, maximal 10% dessen, was Nachtarbeit ausmacht. Und da ist kein bedeutendes Wachstum zu erkennen, teilweise sogar ein Rückgang, was unter anderem damit zusammenhängen könnte, dass bestimmte Formen von Industrie, die klassischerweise rund um die Uhr produziert haben, weggegangen sind. Wie ist das eigentlich mit dem ÖPNV? Wir haben immer die Vorstellung, dass ja die Nacht, wenn man die Nacht tatsächlich erobern will, muss man ja auch irgendwie dahin kommen. Und nur wenige Städte in der Welt haben überhaupt einen durchgehenden Nachtverkehr, zumindest was die U-Bahn angeht. New York ist eine der ganz wenigen Städte, die einen durchgehenden U-Bahn
Verkehr haben. In asiatischen Städten, von denen man das annehmen würde, wie Tokio oder Shanghai, haben das gar nicht. Da endet das ganz, ganz früh. London steht vor einer sehr selektiven Einführung der U-Bahn. Berlin hat das in relativ großem Umfang. Zahlreiche Städte haben einen Nachtbusverkehr, der allerdings auch relativ rudimentär ist. Das ist ein Vergleich, den Studenten von mir gemacht hat. Die dunklen Zonen sind in der Nacht mit dem Nachtverkehr nur sehr schwer erreichbar ist und das, was hellgrau ist, ist relativ gut erreichbar. Und Sie sehen, wie dunkel Mailand eingefärbt ist. Da können Sie im Grunde nur diese Ringbuslinie, was in der Nähe liegt, in der Nacht durchgehend erreichen. Das überspringe ich mal. Und dann noch ein anderes Beispiel für den öffentlichen Schienennahverkehr in der Po-Ebene. Das haben italienische Kollegen gemacht. 9 Uhr, 24 Uhr und 2 Uhr in der Nacht. Und wenn Sie 2 Uhr in der Nacht in der Po-Ebene irgendwie unterwegs sein wollen, haben Sie im Grunde keine Chance, dahin zu kommen. Das bedeutet dann im Grunde auch, dass Unterschiede in der Stadtnacht in Mailand und Berlin dadurch gekennzeichnet sind, dass in Mailand die Leute immer mit der Nacht, mit dem Auto unterwegs sind in der Nacht. Auch das nur als Hinweis, das sind Auswertungen des Notrufs 110 in Berlin, die eben auch zeigen, das ist jetzt über verschiedene Tage gemacht, aber die kleinen Stunden der Nacht gehen die Anrufe deutlich zurück. In Kürze kriege ich auch die Zahlen der Feuerwehr für Berlin und da zeigt sich das ganz genauso, ist in Mailand auch nicht anders als in Berlin. Jetzt kommen wir aber zu einer interessanteren Geschichte auch nochmal, nämlich diese ganzen Online-Geschichten, von denen man annimmt, die sind ja das klassische Beispiel für 24/7, aber wie ist es denn da mit der Nutzung? Und das sind Darstellungen auf einer Grundlage einer Umfrage und dann zeigt sich eben auch, dass die Smartphone-Nutzung natürlich in den kleinen Stunden der Nacht dramatisch zurückgeht. Das gilt für die Inanspruchnahme von Webseiten im Ländervergleich, da gibt es dann bestimmte kulturelle Unterschiede, aber Sie sehen den Abfall in der Nacht. Und ganz spannend ist das, das ist ein illegales Bootnetz, die haben die Server weltweit mal angezapft und haben dann, wie Sie sehen, den Nachtzyklus darüber gelegt und alles, was blau ist, zeigt eine niedrige Aktivität und was von gelb ins rot geht, hohe Aktivität. Und Sie sehen, mit der Nacht wandert auch die niedrige Aktivität durch die Welt. Das heißt, auch da bei diesen Inanspruchnahmen von Servern paust sich der klassische Hell-Dunkel-Rhythmus oder Tag-Nacht-Rhythmus noch durch. Das kann man bei Online-Zeiten nachgucken. Und dann sind wir bei dem Thema Schlaf. Wenn wir davon ausgehen, dass alles rund um die Uhr aktiv ist, dann müsste sich das irgendwie auch im Schlafverhalten der Leute niederschlagen. Und dann müssten eigentlich 50%, wenn man das wirklich ernst nimmt und die Angleichung von Tag und Nacht ernst nimmt, dann müssten 50% am Tag aktiv sein und 50% in der Nacht. Wir sind weit, weit davon entfernt. Und das sind hier Auswertungen von solchen Smartbands, wo das ist so eine Überwachungstechnik, wo sie ihre Körperfunktionen überwachen können und das haben die mal ausgewertet. Und dann zeigt sich eben, dass mit gewissen Unterschieden zwischen verschiedenen Städten, wo Frühaufsteher und spät ins Bett gehen, unterschiedlich verteilt sind. Aber es wird eben in der Nacht schläft die Mehrheit der Leute und es gibt auch relativ wenig Empirie darüber, dass es wirklich dramatische Veränderungen der Schlafdauern gibt. Das ist umstritten, aber wie gesagt, die Mehrheit der Leute und schläft nach wie vor in der Nacht und das sind ungefähr 10%, die dann wach sind. Die Frage ist dann auch, wie ist das eigentlich mit der Beleuchtung? Und das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv gerade im Augenblick auseinandersetzen. Die
Ist denn die Beleuchtung immer gleich? Sie kennen diese Satellitenaufnahmen von den hell erleuchteten Städten, wunderschöne Bilder, die auch sehr faszinierend sind. Aber wenn man sich das genauer anguckt, gibt es deutliche Veränderungen in der nächtlichen Beleuchtung zwischen Städten, zwischen Orten einer Stadt und über den Verlauf der Nacht. Und Sie wären, wenn ich Sie gefragt hätte, welche Stadt Sie denn für die hellste und welche für die dunkelste halten, von diesen sechs Städten im Zweifelsfalle nicht darauf gekommen, dass Madrid die hellste Stadt ist und Berlin mit Abstand die dunkelste. Und das sind alles normierte Dinge. Hier links ist nochmal die Veränderung, das kann man hier jetzt nicht so gut sehen, die Veränderung der Beleuchtung. Mailand ist die erste europäische Großstadt, die völlig auf LED umgestellt hat. Und das sieht man mittlerweile auch aus den Satellitenaufnahmen. Zeigt aber, dass es dramatische Unterschiede in der Beleuchtungsintensität und natürlich auch Beleuchtungsart zwischen den Städten gibt. Wir haben eine ganze Reihe von Zeitraffer-Studien gemacht in Berlin. Das ist das Beispiel am Alexanderplatz. 0 Uhr wahnsinnig hell, um 2 Uhr sind ganz, ganz viele Dinge ausgeschaltet. Wir waren völlig überrascht, dass die Variation des Lichts in der Nacht so deutlich ausgeprägt ist. Wir haben das weitergeführt und dann auch noch den Potsdamer Platz und den Hackeschen Markt in Berlin untersucht. Und Sie sehen hier um 23.30 Uhr ist alles ganz, ganz hell. Und um 3 Uhr sind eben an bestimmten Plätzen viele Dinge ausgeschaltet. Am Potsdamer Platz ist der DB Tower, das Sony Center ausgeschaltet, das Einkaufszentrum. Nur dieses Kino mit der Kuppel, die von unten niemand sieht, die ist total beleuchtet. Und das Interessante ist, dass der Hackesche Markt am kontinuierlichsten beleuchtet ist und eine am wenigsten Variation aufweist. Wir haben das dann noch ein bisschen verglichen mit der zeitlichen Ausdehnung. Und da zeigt sich dann eben in erstem Hinweis, dass Lichtintensität und Aktivitätsniveau nicht unbedingt zusammengehen. Zusammenfassung zu dieser Empirie: Die Eroberung der Stadtnacht hat stattgefunden und sie geht weiter. Das Ausmaß ist sehr viel bescheidener, als das die Chiffre 24/7 vermuten lässt. Räumlich und funktional und sozial ist das hochselektiv. Und die meisten Rhythmen bleiben erstaunlich normal, selbst bei Funktionen, bei denen man das nicht annehmen würde. Und die beschränkte Angleichung von Tag und Nacht hat tiefliegende Gründe. Das hat mit den Folgen zu tun, die in bestimmten Bereichen, also die Frage Schicht, Nachtarbeit, gesundheitliche Folgen, Unfälle, Sicherheitsprobleme, ökologische Folgen. Und auf ein paar will ich ganz kurz eingehen. Es gibt eine Zunahme der Nachtbeschäftigten, wenn man die absoluten Zahlen angeht, weil natürlich sich Gesellschaften entwickeln und damit auch die Nachtexpansion in diesen Gesellschaften stattfindet. Aber ich habe versucht anzudeuten, dass die prozentuale Veränderung eben nicht so ohne weiteres stattfindet und die Zahlen derer, die nachts arbeiten, relativ klein bleibt. Das reicht vielleicht an diesem Punkt. Die Folgen von Nachtarbeit sind dramatisch. Eine durchwachte Nacht senkt die Aufmerksamkeit wie 0,8 Promille Alkohol. Das knüpft vielleicht nochmal an den ersten Vortrag auch an. Und damit ist dann verbunden, dass Nachtarbeit zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt, individuell. Es hat Kosten für das Gesundheitssystem, aber es führt auch zu mangelnder Produktivität und zu Unfällen. Und fast alle großen Katastrophen der letzten Jahrzehnte und der jüngeren Vergangenheit haben ihren Ausgangspunkt in den kleinen Stunden der Nacht genommen, Bhopal, Three Miles Island, Tschernobyl oder durch Bedienungsmannschaften, die zu lange im Dienst waren und übermüdet waren. Es gibt erste Untersuchungen, die versuchen, das auch ökonomisch zu quantifizieren.
Das will ich gar nicht im Einzelnen darstellen. Das unterschätzt meines Erachtens dieses Problem völlig. Aber es macht deutlich, dass man dabei ist, diese Folgen auch zumindest ökonomisch zu analysieren. Mit der Nacht- oder Ausdehnung sind auch Sicherheitsprobleme und andere Formen von Konflikten verbunden, also insbesondere auch die Fragen von Verkehrssicherheit. Und besonders wird das gegenwärtig diskutiert im Zusammenhang mit diesen Feierzonen, also Konflikte um konkurrierende Raumnutzung, Lärm, Müll, zeitliche Konflikte, also wie ist das mit dem Ausmaß der Ausdehnung, unvereinbare Erwartungen, Alkohol, Drogen mit eventuell sicherheitsrelevanten Folgeproblemen. Und diese Folie hier links kennen Sie aus Hamburg sicherlich gut. Was sind eigentlich die Hemmnisse der Ausdehnung? Und diese Grafik auf der linken Seite macht es deutlich. Die Evolution hat dazu geführt, dass die Spezies sich ungefähr 50% in tag- und nachtaktive Spezies geteilt haben, und der Mensch ist eigentlich ein tagaktiver Primat. Und das heißt, die genetische Ausstattung des Menschen ist eigentlich darauf ausgerichtet, tagaktiv zu sein, und das führt dann eben auch dazu, dass nächtliche Arbeit zu gesundheitlichen Schäden führt, dass damit direkte und indirekte Kosten verbunden sind. Menschen tendieren dazu, stabile zeitliche Muster auszubilden und sich daran zu halten. Tradition, Kultur spielt eine ganz, ganz große Rolle. Regulierung und schließlich Gewerkschaften und Kirchen stehen auch dagegen, diese Ausdehnung beliebig voranzutreiben. Das heißt, die Grenzen, die damit verbunden sind, oder die negativen Folgen, die mit dieser Ausdehnung verbunden sind, legen aus meiner Sicht auch eine Einhegung von Ausdehnung von Aktivitäten und Beleuchtung nahe. Und die Hemmnisse, die einfach ausgrund unserer genetischen Ausstattung und der ökonomischen Rahmenbedingungen vorhanden sind, begünstigen in diesem Fall meines Erachtens diese Einhegung, die bei der Beleuchtung meines Erachtens nicht so ohne weiteres gegeben ist. Und ich bin der Überzeugung, dass die Konflikte um Ausdehnung und Intensivierung des Lichtes in absehbarer Zukunft deutlich zunehmen werden. Ich komme zu meinen abschließenden Bemerkungen. Ich habe es ganz am Anfang angedeutet, die Eroberung der Stadtnacht ist ein Thema, das in Zyklen wiederkommt. Und im Augenblick sind wir wieder in so einem Zyklus, wo dieses Thema Eroberung der Stadtnacht wieder ganz en vogue ist. Und ich finde es auch lohnend, sich damit auseinanderzusetzen. Und was meines Erachtens jetzt auch neu ist, ist die Debatte darüber, dass es im Grunde in der Stadtplanung auch darum geht, sich um die 24 Stunden der Stadt zu kümmern und für beide Seiten, das Helle und das Dunkle, in der Stadt systematisch zu kümmern. Ich habe insbesondere auch mit dem Hinweis auf diese Urban Studies Studie, Veröffentlichung darauf hingewiesen, dass ein großes Thema gerade die, oder mit der besonderen Aufmerksamkeit diese Vergnügungswirtschaft im Fokus ist, weil da eben eine ganze Reihe und vielfältige Konflikte in der Stadt damit verbunden sind. Die Ausdehnung ist ein dauerhafter Prozess und meines Erachtens durchaus nicht abgeschlossener Prozess. Aber ich bin eben auch der Überzeugung, dass es wichtige natürliche, kulturelle und ökonomische Faktoren gibt, die zu einer Begrenzung beitragen, die eine wirkliche Angleichung von Tag und Nacht unwahrscheinlich machen. Und wie gesagt, bei der Beleuchtung sehe ich diese Begrenzungsfaktoren nicht so ohne weiteres. Aber ich bin eben auch der Meinung, dass in beiden Fällen durchaus Regulierungen angezeigt sind. Und dass Regulierungen möglich sind, will ich mit diesem Beispiel deutlich machen. Das ist das Satellitenbild links von Shanghai, wie Sie das kennen.
Und die Satellitenbilder zeigen immer dieses. Und ich kenne eben keine Satellitenbilder, die das auch mal über den Verlauf der Nacht zeigen. Wenn man aber mal in Shanghai war, dann sieht man plötzlich, wie in der Nacht ab 10, ab 11 die Lichter ausgestaltet werden. Und Sie kennen im Zweifelsfalle vom Financial District Pudong in Shanghai das linke Foto, das strahlende, gleißende Shanghai, aber nicht das Shanghai um 2 Uhr in der Nacht. Regulierung, es geht um Regulierung und um Schutz öffentlicher Güter, und das ist immer ein Abwägungsprozess, weil es um die Ansprüche der Feiernden in der Stadt geht. Es geht aber um die Ansprüche auch derer, die Ruhe haben wollen. Es geht um den Schutz oder die Bereitstellung von Licht und um den Schutz der Dunkelheit gleichermaßen. Und das sind natürlich widersprüchliche Schutzgüter oder Ansprüche und Erwartungen, die wir an die Stadt hegen. Und insofern bedarf es immer einer Abwägung, sich damit auseinanderzusetzen. Und es heißt also, es sind erhebliche Interessengegensätze, und damit auch geht es um Konflikte. 24/7 ist aus meiner Sicht ein Perspektivierungsbegriff. Perspektivierungsbegriff sagt, es soll den Blick lenken, und je nachdem, wer ihn in den Mund nimmt, verfolgt damit unterschiedliche oder setzt einem eine unterschiedliche Brille auf. Einerseits könnte es die Beschreibung sein, was ist eigentlich der Versuch der Benennung, was Ausdehnung bedeutet. Es kann das Marketing sein, das haben Sie in Ihrer Einführung auch nochmal deutlich angesprochen. Also die Städte werben damit, wir sind rund um die Uhr aktiv, wir sind so toll, und bei uns kann man rund um die Uhr feiern und sonst alles machen. Es ist eine Verheißung des ökonomischen Fortschritts und des Abkoppelns von Rhythmen. Moide und Kreitzmann würde ich in dieser Richtung sehen. Oder es ist die Beschreibung des Horrors, in den wir hineinlaufen. Und in dieser Richtung würde ich immer etwas verkürzt Query sehen. Es gibt aber eine Vielzahl von offenen Fragen, und die sind, glaube ich, an diesem Punkt, habe ich auch in meinem Vortrag an verschiedenen Punkten angedeutet. Was ist eigentlich für 24/7 wirklich? Wann kann man davon reden? Welche Indikatoren sind zur Messung geeignet? Welche Schwellenwerte könnte man festlegen? Welche sozialen und räumlichen Selektivitäten gibt es? Welche gegenläufigen Tendenzen gibt es? Ich habe Verschiedenes angedeutet. Welche Interessen stehen hinter diesen verschiedenen Perspektivierungen? Wer sind die relevanten Akteure? Und eine interessante Frage für mich ist eine Frage, die mir erst vor ganz kurzem gekommen ist. Was bedeuten eigentlich diese Satellitenbilder oder diese Karte von der Welt bei Nacht, was ja ein Bild ist, was es überhaupt nicht gibt? Das ist ein Fake, weil es eine Zusammensetzung von ganz, ganz vielen Fotos ist. Welchen Einfluss haben eigentlich diese Bilder auf unsere Wahrnehmung von der Stadtnacht? Und wie beeinflussen diese Bilder und deren Beschreibung in den Medien unsere Wahrnehmung von 24/7. Und ich möchte Sie entlassen mit einem Hinweis, den die Post in meiner Umgebung gegeben hat. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss. Vielen Dank.